Hallihallo, wir machen heute einen leckeren Lecho-Kartoffeltopf mit Bratwürstchen. Ich hoffe, dass mir da jetzt jemand nicht ganz unbedingt böse dann ist, wenn ich die Würstchen klein schneide und mir so in der Pfanne anbrate. Aber die sind einfach jetzt genau passend dazu gekommen. Hier. Und Leute, gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche. Und da brutzeln nämlich auch schon die Kartoffeln. Was ist denn da eingeblendet? Oh, Attacke! Wir halten das Ganze heute wieder minimalistisch. Ein Glas von meinem selber gemachten Lecho. Diese Rindsbratwürste. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und ein bisschen Butterschmalz. Dazu dann ein paar Kartoffeln, die köcheln hinter mir. Und was brauche ich noch dazu? Eine Pfanne zum Anbraten. Ja, und den Topf, wo schon die, oder Topf, wo schon die Kartoffeln vorköcheln. Aber ich denke, ich nehme da jetzt bloß 3 Würstchen. Ich bin eh schon wieder zu doof zum Aufschneiden. Doch, die sind lecker. Und den Rest mache ich mal dann in der Grillpfanne. So, und das wäre schon wieder alles an Vorbereitungen. Nachher bloß noch das Lecho-Glas aufmachen. Gehen wir rüber an den Herd. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass meine Kartoffeln nicht verkochen. Oh, heiß. Die sind fertig. Kann ich nachher gleich abgießen. Und dann geht es in dem Topf, nämlich in diesem Topf hier nehme ich schon weiter. Das ist das Geile an diesen Töpfen, mit diesen Ausgussgitter dran, einfach abgießen, fertig. So. Puderschmalz. Und Leute, ich weiß, man kann bestimmt jetzt noch 100.000 andere Varianten machen oder Abwandlungen. Aber ich mache jetzt einfach mal lediglich die einfachste. So. Und dann gieße ich mal gleich das Wasser hier ab. So, die Kämme auf die andere Seite gestellt. Oh, jawohl. Oh. Jetzt steht die Kämme wieder vor, oh, vor der Schublade. Mein Gott. Erst einmal probieren, ob mein Lecho überhaupt noch gut ist. Boah, geil. Weil mir wurde ja hinterher gesagt, um Gottes Willen, die Gläser nicht auf den Kopf drehen. Da könnte dann die Pampe ins Gewinde reinlaufen und. Ja, habe ich leider gemacht. Werde ich beim nächsten Mal nicht mehr machen. Ja, man ist ja lernfähig. So, das rühren wir jetzt hier gleich mal unter. Da müssen wir jetzt eigentlich bloß noch warten. Mal da hinten auf die Platte stellen. Bis dann die Würstchen soweit durchgebraten sind. Dann kommen die da rein. Einmal aufwärmen und dann
schauen wir mal, ob wir überhaupt noch würzen müssen. Aber jetzt brate ich erstmal die Würstchen alle schön. Fertig. Ich habe mir jetzt wirklich liebevoll die Mühe gemacht, die Würstchen mit der Hand umzudrehen, also mit dem hier. Ja, die hätten noch ein bisschen, ja, das passt genauso. So. Jetzt probieren wir sie doch mal leicht angebraten. Falsch. Sehr geil. Die machen sich da drin jetzt bestimmt richtig gut. Komm, das reicht. Dann ziehen wir den Topf hier rüber. Schmeißen unseren kompletten Würstchen hier rein. Und lassen das Ganze einfach einmal ordentlich warm werden. Und Leute, mehr mache ich daran gar nicht. Nein, mehr mache ich daran nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, ein bisschen Salz und Pfeffer noch. Dabei sind, haben wir ein bisschen Paprika auch noch mit rein. Das ist ja nie ein Fehler. Und dann soll es aber wirklich gut sein. Ja, und fertig ist gleich mein Essen für die nächsten 2 Tage. Auch wenn die Kebabbude gegenüber wieder offen hat, mir egal. Das ist das Leckere. So, lassen wir es noch ein bisschen durchziehen und dann geht's drüben weiter an der Theke. Juhu! Ja, tja, dann wollen wir mal. Ich bin ja jetzt echt gespannt, wie lange ich da dran esse. Ah ja, gut, ich denke in 2 Tagen ist es spätestens auch weg. Oder ich überfress mich heute wieder ganz gewaltig. Tja, Freunde, und so sieht unser Lecho-Kartoffel-Bratwurst-Topf aus. Richtig lecker und was rede ich lang? Ab in den Hals. Nein, dieses Mal blasen. Pusten. Abkühlen lassen. Nicht den Mund verbrennen. Hoffentlich. Richtig geil. Auch wenn ich mir immer noch ein bisschen Salz drüber hauen werde gleich. Das ist richtig geil. Jetzt heute lecker Essen gemacht, ohne großen Aufwand. Pfanne und einen Topf und fertig. Mehr habe ich nicht eingesaut. Und natürlich mein Teller und mein Löffel und das andere Besteck. Aber das war's dann auch schon. Tja, dann haben wir wieder ein richtig geiles, leckeres Video aus meiner kleinen, aber feinen Küche. Man kann das Ganze auch auf dem Seitenkocher vom Grill machen. Oder direkt über der Kohle. Ist alles kein Problem. Oder im Dutch Oven. Dann könnt ihr alles gleich reinhauen und oder nacheinander. Es ist jedem dann seiner Fantasie selber freien Lauf gelassen. Ich habe es jetzt so in der Küche gemacht. Bin zufrieden. Zufrieden, haben leckeres Essen, freue mich drüber und genieße es jetzt auf meiner blauen Couch vor der Glotze. Leute, wir sehen uns. Hasta la vista.
nettes Kommentar und Abos wären auch wieder schön. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.